Hallo Vicky, liebe Studierende, ich führe Sie einmal kurz durch das Dashboard von ProQuiz, das zum Fearless-Sturzsensor gehört. Der zentrale Bereich ist hier der Sensorbereich. Ich beginne bei den Benutzern. Wir haben hier für Sie im Modul DINU einen Nutzer angelegt und auch für das SimDeck. Und ich selber bin hier als Administrator drin, das heißt, Sie sollten auch nichts kaputt machen können. Das hier ist die Örtlichkeit, die wir haben. Für uns ist das nicht wirklich relevant, weil wir nur einen Sensor haben. Und ich kann Informationen über mich hinterlegen. Ich kann hier auf den englischen Sprachbetrieb gehen, was ich noch nie gemacht habe, neue Benutzer mit dazufügen. Im Bereich der Alarme kann ich mich durch verschiedene Alarme durchklicken. Ich habe hier einen Sturz mit dem Datum vom 17.03. Das dürfte der heutige Tag sein. Vor wenigen Minuten war das Ganze. Habe ich mich auf den Boden gelegt. Ist als Sturz klassifiziert. Davon abzugrenzen wäre die Abwesenheit. Hier habe ich einfach einen Testalarm rausgeneriert. Es gibt noch die Sturzprävention, wenn sich jemand aufsitzt. Auch hier ein Testalarm und einen Sturz. Auch das ein Testalarm, um Alarmgeber zu testen. Hier habe ich dann nochmal einen Sturz aus der Vergangenheit, einen Sturz am anderen Bettende und Sie sehen hier ist der Bereich auf das Bett eingestellt. Wenn ich im Bild weitergehe, dann merken Sie, hier habe ich sehr viel Fläche von der Wand auf dem Sensor drauf. Das heißt, er ist eigentlich ungünstig eingestellt, weil ich natürlich auch Sichtfeld hier am Bettende verliere. Ist ein Sturz passiert. Das hier ist sozusagen Fehlalarm von der Sturzprävention. Da wird hier hinten jemand erkannt. Da haben wir aber auch selber ein bisschen rumgespielt. Wir haben den Stuhl sozusagen als Bett markiert und erkennen dann, wenn jemand sitzt. So zum Beispiel hier. Sie sehen, das Bett ist nicht markiert. Ja, das sind zwei Personen, die aber eben nicht als ja, alarmierenswert erkannt werden. Hier ebenfalls nochmal die Situation, Sturzprävention hinten am Stuhl markiert, nicht aber am Bett. Hier hinten wird im Stuhl sitzend jemand erkannt als Sturz, liegt daran, dass die Beine ausgestreckt sind. Sozusagen eine Missinterpretation des Systems. Und hier hatten wir den ersten Versuch gemacht, den Stuhl sozusagen als Bett zu markieren. Hier wird ein Sturz erkannt, obwohl jemand am Boden liegt. Ja, für das System schaut es offenbar aus, als wäre jemand in der Tiefe liegend. Ich kann es nicht einschätzen. Das ist die Sturzprävention, wie sie an sich gedacht ist. Das heißt, jemand setzt sich im Bett auf. Auch hier das Gleiche. Und hier ein regulärer Sturz an verschiedenen Positionen durch verschiedene Menschen. Soweit zu den Alarmen. Die können eben abgerufen werden. Und das Spannende für Sie ist, was kann ich denn einstellen? Hier können Sie die Gruppe anzeigen. Die ist nicht wirklich relevant, ja, weil wir hier einfach im SimDeck sind, in St. Gallen. Wichtig ist hier der Sensor im Schlafzimmer mit jeweils der Seriennummer. Ich kann ihn jetzt benennen, der Gruppe zuweisen. Ich kann das Ganze einem Bereich zuweisen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Nassraum. Was das für eine Konsequenz hat, kann ich heute nicht sagen. Ich kann die Sturzerkennung aktivieren oder nicht. Ich weiß nicht, welche Konsequenz es hat, wenn ich zwischen Einbettzimmer und Mehrbettzimmer unterscheide. Und ich kann auch nicht genau sagen, was die Sensibilität bedeutet. Das dürfen Sie gerne in Experimenten ausprobieren, wenn Sie hier sind. Wann merken wir, dass irgendwas auf hoch, mittel oder niedrig gestellt ist? Was wird erkannt, was wird nicht erkannt? Wo sind die Grenzbereiche? Die Bettenverwaltung. Hier kann ich unterscheiden, ist es ein Einzel- oder ein Mehrbettzimmer. Ich kann dem Bett den Sturzprävention oder die Abwesenheitserkennung zuweisen. Mit der Abwesenheitserkennung habe ich noch nie gespielt. Machen Sie das gern. Ich kann den Auslöser früher oder später setzen. Ja, soll ein Alarm bereits ausgelöst werden, wenn sich jemand nur aufrichtet. Was bedeutet aufrichten?
machen Sie gerne Versuche? Was bedeutet es, wenn sich jemand aufsetzt und was bedeutet es noch nichts? Und wo ist die Grenze, wann, wenn jemand steht? Auch hier die Sensibilität, was bedeutet niedrig, mittel, hoch? Wo erzeugen wir Fehlalarme? Wo sind die Grenzen? Wann erzeugen wir mehr richtige Alarme? Wo haben wir als Pflegende mehr Zeit zu reagieren, wo weniger? Spannend für Sie ist, den Bettpunkt zu verschieben. Hier wird einfach ein neues oder ein aktuelles Bild der Situation generiert. Und Sie sehen hier den blauen Punkt, den kann ich jetzt an beliebige Orte verschieben. Ich könnte ihn auf den Stuhl schieben, das mache ich kurz. Wenn ich das hier speichere, dann denkt das System sozusagen, dass der Stuhl das Bett ist. Ja, so hatten wir im letzten Labor eben unterschieden zwischen Stuhl und Bett und geguckt, wie er da reagiert. Ich mache es jetzt wieder zurück aufs Bett. Probieren Sie auch gerne auf, was passiert, wenn das Bett höher oder niedriger gestellt sind. Wo sind die Grenzen? Hier ist jetzt aktuell der untere Bettteil nicht mitmarkiert, deswegen setze ich den Punkt nochmal neu und hoffe, dass jetzt das komplette Bett registriert wird als Bett. Genau, so speichere ich das und ich könnte jetzt auch einen zweiten Bettpunkt setzen. Da habe ich den grünen Punkt, den könnte ich jetzt auf den Stuhl machen, oder mache ich auch kurz. Hier hatte ich in aller Kürze Versuche umgesetzt, kann ich dann hier eine Aufstehmeldung generieren und auch im Bett unten. Das war so noch nicht erfolgreich. Ich habe es nicht in diesem Video gezeigt, weil ich diese Punkte nicht mitgefilmt habe und deswegen wäre das jetzt langwierig und langweilig, das hier zu zeigen. Ich habe den Bettpunkt wieder entfernt. In der Lichtsteuerung kann ich jetzt beim Aufsetzen beispielsweise das Nachtlicht an- und ausschalten. Das hatten wir schon. Problem war, dass wir einen Schuko-Stecker geliefert gekriegt hatten und keinen Schweizer Stecker. Ich weiß jetzt aber, wie man das koppeln kann. Wenn Sie Lust haben, können wir das gerne gemeinsam machen. Ich reiche dazu ein Video nach. Die Rufanlage, auch die kann ich koppeln. Ich kann hier festlegen, wann ein Alarm gegeben werden soll. Die Abwesenheit, wie gesagt, habe ich noch nie ausprobiert. Ich kann Zeiten festlegen, dass ich irgendwann auch mal meine Ruhe habe. Und ich könnte auch eine Anwesenheitstaste installieren. Da könnten wir mit diesem grünen Quittierknopf, den wir im SimDeCam spielen, ich kann hier eine Anwesenheitsdauer, also wie lange bin ich da, dass ich den nicht wieder rückgängig machen muss, kann ich im Vorfeld einprogrammieren. Ich habe es jetzt noch nicht gemacht. Also gemacht sein sollte das schnell. Ich probiere es mal kurz, ohne dass Sie das jetzt sehen. Dazu hole ich nur kurz den Schalter. Ich habe es nicht gemacht, weil ich davon ausgehe, dass es zu Verwirrungen führt, weil wir diesen Schalter mehrfach belegt haben. Und wir müssten den dann sozusagen überall auslernen und dann würde es wieder funktionieren. Wenn ich jetzt auf Koppeln gehe, okay, das scheint mein LDAP-Sensor zu sein. Also ich hätte jetzt erwartet, dass der neue Taster eingelernt wird. Insofern bin ich jetzt gespannt und überrascht, was ich gemacht habe. da muss ich dann wohl nochmal nachfragen. Ich könnte jetzt einen Testalarm auslösen. Aber der geht immer durch. Auch wenn ich diesen Taster, den ich jetzt gerade gedrückt habe, einlerne. Ich möchte Sie einladen, spielen Sie mit diesen Dingen herum. Schauen Sie, was ist der Unterschied zwischen mittel, hoch, niedrig. Was ist der Unterschied zwischen diesen Zimmerarealen. Probieren Sie sich durch
Und mit Ihren Erfahrungen wenden wir uns dann gerne nochmal an den Hersteller und fragen nochmal genau nach, was genau das bedeutet. Dann können wir die Antwort des Herstellers auch besser deuten. Ich danke für die Aufmerksamkeit und verbleibe wie immer mit Wiki weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, wissen wir alle mehr.